Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Lies of P. Heute geht es um perfekte Blocks. Da hatte ich ja im letzten Video schon mal zu gesagt, dass mich das ein bisschen stört, dass die so tight sind in den Frames, wo man die zünden muss. Aber es gibt zwei Möglichkeiten, immer perfekt zu blocken. Eine ist relativ obvious, das ist einfach der Schleifstein, der dafür sorgt, dass die Waffe automatisch einen perfekten Block macht. Hier, Perfektion, Schleifstein, kriegt ihr ganz normal. Bei dem Händler von Vinigi könnt ihr da kaufen im Verlauf der Story. Wenn ihr den einsetzt, dann habt ihr eine bestimmte Zeit lang, dass, wenn ihr normal blockt, immer einen perfekten Block macht. Ich werde euch das mal gerade zeigen. Hier bei dem Endboss. Das heißt, wenn ich den jetzt hier einsetze und dann einfach nur blocken gedrückt halte, dann ist immer ein perfekter Block. Ihr könnt auch oben links sehen, ne, dass der aktiv ist und es ist immer ein perfekter Block. Ihr könnt die, so und jetzt ist er vorbei. Ihr könnt die Länge der perfekten Blocks auch erhöhen. Ups, ich lasse hier eben sterben, weil ich wollte euch die andere Variante zeigen. Ihr könnt die perfekten Blocks auch, die Schleifsteinlänge auch erhöhen mit einem Organ, mit Quarz. Müsst ihr mal schauen. Ich weiß nicht genau, auf welcher Stufe. Ich gucke mir das eben an, dann reicht das mal eben nach. Das Ganze wird freigeschaltet ab Organ 2 und nennt sich Effektor für spezielle Schleifsteine erhöhen. Und ich glaube, das gibt es auch nur einmal. Das heißt, ihr könnt es einmal erhöhen, würde ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Sind nochmal ein paar Sekunden, die ihr oben drauf bekommt. Bei der nächsten Variante, wie man immer perfekt blocken kann, sind wir uns nicht ganz sicher, ob es vom Spiel so beabsichtigt ist, dass es funktioniert. Falls nicht, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es rausgepatcht wird. Und zwar braucht ihr dafür die Aegis. Da ist ja so ein kleiner Schild, den ihr einsetzen könnt. Ganz wichtig, das braucht ihr auf der höchsten Stufe. Und wenn ihr dann Aegis einsetzt und dann ganz schnell hintereinander L1 spammt, dann ist jeder Angriff ein perfekter Block. Das zeige ich euch nochmal gerade bei dem Boss. Es ist ein bisschen tricky, weil ihr ja die Explosion habt von Aegis und es ein bisschen dauert, bis der Schild wieder oben ist. Aber ich versuche das jetzt mal eben zu demonstrieren. Ich drücke wie ein Wilder auf L1 und ihr seht, es ist ein perfekter Block. Und wieder ein perfekter Block. Na, seht ihr immer, dass mir kein Leben abgezogen wird. Wieder. Ah, da war einer, der durchgekommen ist, aber der war wieder perfekt. Wieder perfekt. Ich kann nicht so schnell drücken mit meinem linken. Oh, jetzt war wieder die Explosion. Wenn die Explosion da ist, dann geht das nicht. Dann geht das Schild weg, aber dann geht es die ganze Zeit. Ihr seht das, ne? Komm. Ich will es noch einmal zeigen. Nein, jetzt kommt wieder die Explosion. Nein, ich wollte keinen Angriff machen. Ich will es auch nochmal zeigen. Aber ihr habt es gesehen. Wir sind uns nicht sicher, ob das so vom Spiel beabsichtigt ist, dass das immer ein perfekter Block ist mit einer Aegis. Ich habe es bei Bossen versucht, effektiv einzusetzen. Leider ist es. Also bei Bossen ist es richtig schlecht. Bei Bossen, muss ich ganz ehrlich sagen, bringt es gar nicht viel. Ihr habt es gerade gesehen. Andauernd kommt diese Explosion, die den Block dann wegmacht. Und der Gegner verliert nicht seine Standhaftigkeit. Das ist ja bei den normalen perfekten Blocks ja der Fall. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht sogar beabsichtigt ist, dass man damit perfekt blocken kann. Aber nagelt mich nicht drauf fest, kann sein, dass es rausgepatcht wird. Perfektes Blocken ist ja extrem wichtig beim Game, um später gerade so den Nameless hier zu besiegen. Weil ich kein extra Video dazu machen möchte, will ich euch auch gerade sagen, was meiner Meinung nach die beste Legionswaffe ist. So mal nebenbei. Da geht ein Shoutout an OMG raus, der mir das heute im Stream erzählt hat. Und zwar ist das tatsächlich die Puppenschnur. Es ist auch egal, ob ihr da auf Technik, Entschlossenheit oder Fortschritt geht. Die Puppenschnur haut richtig Schaden rein, weil sobald ihr das auf dem höchsten Level habt, zieht ihr euch an den Gegner ran und macht dann einen Angriff, der fast 3000 Schaden macht. Und da gibt es keine andere Legionswaffe, die so einen Schaden macht. Ich kann euch das gerade mal zeigen. Und bam. Habt ihr gesehen? 1700. Kannst du mir nochmal zeigen? Nicht getroffen. Nochmal. 1800. Und der Gegner kann fast nicht ausweichen dabei.
gerade gegen Minibosse, gegen normale Gegner, aber auch gegen Bosse ist das extrem gut. Ich habe Simon heute gemacht. Du musst ihn heute zweimal besiegen. Einmal irgendwie beim dritten Versuch und einmal First Try im NG+. Und das größtenteils auch wegen Puppenschnur. Deswegen, Geheimtipp von mir, Puppenschnur. Wenn ihr eine Legionswaffe hochmachen wollt, auf jeden Fall Puppenschnur. Ich kann euch das gerade mal gegen normale Gegner zeigen. Da ist eigentlich am eindrucksvollsten. Extrem, extrem, extrem gut. Hier haben wir zum Beispiel den Gegner. Der ist normalerweise ein Two-Hit für mich. Aber wenn ich den mit der Puppenschnur mich ranziehe, ist das ein One-Hit. Über 2000 Schaden. Habt ihr das gesehen? Über 2000 Schaden. Der noch. Und es braucht halt auch nicht viel Legion, ne? Man kann es echt oft machen. Hier, bei so einem Miniboss geht das auch gut, klar. Es ist wirklich erstaunlich, wie krass gut das funktioniert. Damit könnt ihr sogar Leute überwältigen. Also es ist, meiner Meinung nach, ist es mit Abstand die beste Legionswaffe, die man nutzen kann. Die kann natürlich auch geblockt werden. Es gibt ein paar Gegner, die die blocken. Und, ja, da habt ihr es gesehen, wenn man angegriffen wird währenddessen, dann verliert man das Gleichgewicht und der Angriff wird abgebrochen und fliegt so nach oben. Ja, aber das nur schnell nebenbei. Also perfekter Block möglich mit dem Schleifstein, sehr gut, gerade wichtig für den Nameless. Und Aegis, falls ihr das mal ausprobieren wollt. Ich bin mir nicht sicher, ob das so intended ist, aber mit Aegis könnt ihr auch immer perfekt blocken. Und die beste Legionswaffe ist die Puppenschnur, meiner Meinung nach. Lasst gerne ein Like auf dem Video, da würde mich sehr freuen über ein Follow, wenn ihr mehr über Lies of Pi wissen wollt, sehen wollt. Lasst gerne unten einen Kommentar stehen. Mir fehlen nur noch zwei Trophäen, einmal Rise of Pi und die Schallplatten für die Platin. Ich hoffe, dass ich das in den nächsten Tagen hinkriege. Dann gibt es ja auch nochmal ein Platin-Video zu, wie ich genau erkläre, wie ihr das am besten machen könnt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.